Willkommen zu einem weiteren Segen- oder Fluchvideo. Ich habe schon mal ein Segen- und Fluchvideo gemacht über Premium und heute ist es mal, ist gar nicht so weit weg, das heutige Thema. Und zwar geht es heute um die ganzen Starter-Kits, die man erwerben kann hier im. Hier haben wir es irgendwo drinnen in der Bank. Und das Starter-Kit, okay. Und holt die Toolboden gegen und das geht es weiter. Starter-Kit, ganz kurz zu Beginn, was ist denn überhaupt das? Starter-Kits werden generell auch für die ganzen Farmer, die eben ganz neu sind, in Account auf niedrigeren Leveln wert hier, wenn man in der Bank ist, hier auf der Seite bei der Bonuspaket, was immer da gibt, was vielleicht bei euch angezeigt wird. Ja, treuer Bonuspaket, 700 für, weiß nicht, 25 Euro, 750 Toolboden plus noch 10 Superfood und dies und da wird euch nie und nimmer ein Starter-Paket angezeigt. Warum ist ja ganz klar, Starter-Kit ist ja dafür, um vielleicht eventuell, wenn man ganz neu ist, hat man eben noch nicht so viel, braucht man ein bisschen und für wenig Geld, wie es heißt, hat man dann ein bisschen was, um einen guten Start, sich einen leichteren Start, einen besseren Start ins Spiel zu ermöglichen. Klingt eigentlich recht gut, aber ist es wirklich so? Schauen wir einfach mal rein, gehen wir hier in die Bank, dazu holt ihr Turbkulen und dann irgendwann herüber Starter-Kit schön versteckt, das ist ja sehr gut, weil wir brauchen den nicht. Ihr könnt ihn natürlich jederzeit erwerben, sprich, er müsste nicht unter Level 10 sein, um diese kaufen zu können. Natürlich könnt ihr sie jederzeit kaufen. Schauen wir einfach mal rein in diese Starter-Kits. Es sind anscheinend hier 9 zur Verfügung. Ja, da ist ja noch was versteckt. Okay. Aber wenn wir jetzt einfach mal reingucken, Starter-Kiste Jungfarmer kostet eben, wie hier angezeigt wird, 10 Euro. In den Einkaufswagen wollen sie nicht tun, sondern einfach mal hier draufklicken in die Info, dass wir sehen, was beinhaltet das. 10 Euro und dafür bekommen wir 150 Salat, was ich in ungefähr eine halbe Stunde locker habe, auch als Jungfarmer. 150 Weizen, das habe ich in einer halben Stunde auch locker, wenn es gut läuft, und 51 Mohrrüben. Bäume, 2 Apfelbäume, da frage ich meinen Mentor drum, der schickt mir die gleich mal. 2 Apfelbaum Upgrade XXL, brauche ich nicht unbedingt. Hühnerstall und Hühnerstall Upgrade, 2 Orange. Hühnerstall, ja, da war ich auch ein Mentor drum, der haut mir das auch rein. 20 Superfutter, 50 Superdünger, 100 Hühnerfutter, 2000 Buspille und 66 Tulpgulden. Ja, 66 Tulpgulden kann mir keiner so einfach schicken, umgerechnet 66 Tulpgulden sind bisschen mehr eben als 2 Euro. 2000 Moospenny ist auch nicht wirklich viel, um genau zu sein, wenn ich ehrlich bin. Gar nichts, für den Anfang vielleicht schon. 20 Superfutter, okay, das ist nicht schlecht, würde ich sagen. 50 Superdünger bekommt man überall und 100 Hühnerfutter, finde ich auch nicht wirklich der Hammer. Und dafür 10 Euro raushauen, ich sag nur meine ehrliche Meinung und dafür würde ich nie und nimmer 10 Euro raushauen. Natürlich ist es eben so, ich kann fragen als erfahrener Spieler, aber wäre ich jetzt eben auch ein ganz neuer und gucke hier auch so rein und weiß das alles nicht, kann auch gut sein, dass ich mal sage, ja, ich will schon einen guten Start gleich mal ins Spiel mir verschaffen. Kauf ich halt mal. 10 Euro ist ja nicht viel. Aber ich kann nur sagen, als erfahrener Spieler, es ist dafür, was man da bekommt, sehr, sehr viel. Wir können auch mal weiterschauen, was es noch gibt. Das war die Jungfarmer-Kiste. Ist da irgendwie gestanden? Inhalt zum Teil, erster Level 4 nutzbar. Ist ja interessant. Dann gibt es eben noch die verschiedensten hier Starterkiste Turbo Farmer, die gibt es eben zweimal, einmal für 1,90 so zu werben mit PaySafe Card und was weiß ich, was alles gibt. Und sonst eben für Anrufen oder SMS? Schon SMS, ja klar, anrufen. Für 3 Euro, was beinhalten die, kostet 1,90. 30 Tulpgulden, 50 Tulpgulden wären eben hier 2 Euro, das sind 30 Tulpgulden. 500 Moospenny, die ist gar nichts, das ist geschenkt, das ist gar nichts, das bekommt man so wie überher. Und 50 Superdünger, das kann man jetzt auch blöd umrechnen, was ich nicht im Kopf habe, aber muss ich sagen, die lohnt sich schon mehr als die vorige. Also rein rechnerisch gesehen, die lohnt sich definitiv mehr als die Vorlage. Für 2 Euro ist zum Anfang hin okay, würde ich sagen. Gar nicht mal so schlecht. Starterkiste Penny Party kostet 2 Euro, bringt 2000 Moospenny, und sie ist ein kleiner Fehler drauf, und 25 Tulpgrün anscheinend. 25 Tulpgrün ist hier also 1 Euro für Tulpgrün, wären es dann normal, und dann 2000 Moospenny. Wir können da mal reingucken, wenn es wirklich, wenn man so rechnet wie Famarama, wie Bigpoint es rechnet. 2000 Moospenny. Sind nach der Rechnung von Bigpoint 75 Trübgolden. Das heißt, die schenken uns da ein paar Euro. 2000 Moospenny, das ist ja der Wahnsinn, muss man sagen. Aber 2000 Moospenny, das ist nichts. Wenn ihr da mal mit der Zeit reinkommt ins Spiel, merkt ihr auch, ich habe auch jetzt immerhin schon 3 Millionen. 2000 Moospenny ist gar nichts. Aber okay, von
Rechnung von Bigpoint ist das ja ein Wahnsinn, so ein Angebot. Ist ja ultra nett, also ich würde sagen, naja, okay. Es gibt auch wieder den 3-Euro-Wärm, dann gibt es Wachstumsschub. Gibt 150 Superdünger für 2 Euro. Wie viel kosten Superdünger normal? Da können wir mal gucken gehen. 150 Superdünger für 2 Euro. Gehen wir einfach mal hier rauf. Und gehen wir hier hin. Wenn man Superdünger normal kauft, bekommt man 20 DG, 50 Einheiten. Das bedeutet, für 150 Einheiten Superfutter kosten eben 60 DG. 60 DG sind umgerechnet ein bisschen mehr als 2 Euro. Hier bekommt man es für 2 Euro. Von der Rechnung, wenn ich so rechne, wäre es lohnenswerter. Wenn ich anders rechne, dass es eine Superdünger-Sparaktion gibt. Und wenn ich da wirklich dann zuschlagen würde, wollte, dann ist das hier mit der Starter-Kit auch wieder nicht lohnenswert. Wenn man es so sieht, wenn man es weiß, ist einfach so. Muss ich ehrlich sagen, das gleiche gibt es für 3 Euro. Dann gibt es das gleiche für Superfutter, und zwar 2 Euro kostet 60, Blödsinn. Bekommt 2 Euro, bekommt man 60 Superfutter. Im Normalfall schauen wir auch hier wieder rein, 60 Superfutter. Wie viel ist das? 5, das ist 20, 20. Das heißt, 60 Superfutter kostet im Normalfall 60 Turbgulden, und 60 Turbgulden, das sind umgerechnet dann eben auch ein bisschen mehr als 2 Euro. Sprich, das würde sich, wenn ich es hier kaufe, hier, oder wenn ich es dann eben Starter-Kit kaufe, da würde sich der Starter-Kit mehr lohnen. Allerdings, jetzt kommt wieder das Aber, gibt es dazu auch eine schöne Aktion, die heißt Superfutter-Sparaktion, und da würde sich dann auch ein bisschen mehr lohnen. Ist einfach so. Und dann haben wir hier noch das gleiche nochmal für SMS für 3 Euro, und wenn ich hier die Wahl hätte, 1 Euro. Ja. Bleibt bei jedem selbst überlassen. Jetzt haben wir das mal so nacheinander abgearbeitet, und was ist euch aufgefallen, was ist möglicherweise auch mir aufgefallen? Natürlich, die Starter-Kits, lohnenswert sind sie einfach nicht. Das muss man einfach glasklar so sagen. Aber, na gut, wer es dennoch kaufen will, der kann das liebend gerne tun, das ist keine Frage, es ist jedem selbst überlassen. Aber ich denke mal, so ein Starter-Kit, das braucht man nicht unbedingt. Das hat man gleich mal selbst alles beisammen. Bleibt jedem selbst überlassen, was haltet ihr denn von den Starter-Kits? Habt ihr vielleicht sogar schon einmal eine gekauft? Ganz jung wie ein Jungfrau, ich kann sagen, ich habe noch nie ein Starter-Kit gekauft, und ich werde es wahrscheinlich auch nie tun. Aber ich sag mal so, ist bei Superfutter her, wenn ich wirklich mal unbedingt noch züchten will und Superfutter-Sparaktion ist nicht und ich brauche es jetzt sofort, dann kaufe ich mir schon ein Starter-Kit, weil das ist nur hauchbilliger. Muss man auch sehen. Also, was haltet ihr davon? Und damit bis zum nächsten Mal.